Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, Freunde. Ich weiß ganz genau, wofür du hier bist. Ich will gar nicht deine Zeit verschwenden. Du möchtest sehen, was mein neuer Trainingsplan zu bieten hat. Deswegen blende ich dir den Link hier ein. Von mir aus mach, was du willst damit, aber hör dir auf jeden Fall an, was ich dazu zu sagen habe. Denn die Informationen sind sehr viel wichtiger, als einfach, dass du dir diesen Plan kopierst und selber umsetzt. Also, bitteschön. Okay, jetzt wo du den neuen Trainingsplan gesehen hast, würde ich gerne ein paar Takte dazu sagen. Aber erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Yunus Yildirim, ich bin 27 Jahre alt. Ich liebe den Sport, ich mache ihn seit über 10 Jahren. Er bereichert einfach mein Leben und ich versuche Leute damit anzustecken und generell einfach mit meiner Persönlichkeit. Ich mache das, was mir Spaß macht, ich mache das, was mein Herz mir sagt. So viel zu mir und kommen wir jetzt einfach mal zum neuen Trainingsplan. Mir persönlich ist es verdammt wichtig, dass ich sehr oft zum Sport gehe. Die Zeit, die nehme ich mir irgendwie, egal wie schwer es ist, aber ich versuche mir jeden Tag die Zeit zu nehmen für Sport, weil er bereichert meinen Alltag. Ich funktioniere besser, ich kann mich besser konzentrieren und deswegen ist es mir einfach verdammt wichtig, den Tag mit Sport zu starten. Dazu muss ich sagen, mein Leben erlaubt es mir. Jeder lebt ein unterschiedliches Leben, nicht jeder wird das so umsetzen können, aber dieser Trainingsplan ist für mich persönlich am besten, weil ich eigentlich jeden Tag dafür Zeit habe, morgens Sport zu machen. Ich stehe sehr gerne früher dafür auf und kann danach den Tag starten. Denn das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt. Das Wichtigste an einem Trainingsplan ist, dass er in dein Leben integrierbar ist. Das ist das Allerwichtigste. Du kannst den besten Trainingsplan der Welt haben, wenn er nicht umsetzbar für dich ist, ist er einfach wertlos. Ich habe die letzten Jahre trainiert wie ein Bodybuilder und das hat auch super gut funktioniert. Ich habe super gut Muskeln aufgebaut, es hat auch extrem Spaß gemacht, aber langsam brauche ich einfach die Balance da drin. Und ich habe sehr viel Spaß am Laufen momentan und versuche deswegen das Lauftraining einfach mehr in den Vordergrund zu schieben, weil wenn du das Ganze nur ein-, zweimal die Woche machst, ist es sehr schwer, sich da zu steigern. Und wenn ich laufe, will ich auch richtig laufen können. Ich habe für mich selber gemerkt, dass das Laufen mir einfach persönlich sehr gut tut, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, denn ich habe einfach freie Gedanken in diesem Moment, ich habe sehr positive Lebensgedanken und wenn der Sport dein Leben in dieser Hinsicht bereichert, ist es das Richtige. Deswegen habe ich mir fest vorgenommen, das Lauftraining intensiver durchzuführen. Außerdem muss ich sagen, ist es auch einfach der Ehrgeiz dahinter, sportliche Leistungen bis ans Höchste zu treiben. Kommen wir jetzt einfach mal direkt zu meinem Trainingsplan. Montag ist beispielsweise Oberkörpertraining. Oberkörpertraining heißt wirklich jeden Muskel in der oberen Körperhälfte. Das heißt wirklich, du trainierst deinen kompletten Oberkörper. Deine Arme, dein Rücken, deine Brust, Schultern, Nacken, alles was dein Oberkörper zu bieten hat, wird an diesem Tag trainiert. Pro Muskelgruppe, muss ich sagen, fahre ich mich da nicht fest, was die Satzanzahl geht. Ich mache hin und wieder 3 Sätze, ich mache hin und wieder 4 Sätze, manchmal mache ich auch nur 2 Sätze. Da höre ich einfach auf mein Körpergefühl und gucke einfach, wie fühlt sich der Tag für mich an, wie ist meine Tagesbestleistung und da kannst du dann komplett variieren, beispielsweise für meinen Bizeps. Ich habe einen recht starken Bizeps, mache aber meistens nur eine Übung dafür. Wenn du das richtig machst, reicht das meistens auch. Ich möchte schließlich auch keine 3 Stunden im Fitnessstudio sein, also pauschal kann man wirklich sagen, ich mache pro Muskel 2 Übungen, jeweils 3 bis 4 Sätze. Und wenn ich beim Training bin, dann will ich auch am Ende wirklich schwitzen. Was heißt das für mich? Es ist jetzt meistens nicht so, dass ich dann warte, bis ich die nächste Übung mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bizeps trainiere, mache ich in der Pause auch schon meinen Trizeps. Das sieht nicht immer so aus, aber ich mache es sehr oft gerne so, denn ich möchte einfach komplett ausgepowert sein nach dem Training. Also halten wir jetzt einfach mal fest, Montag Oberkörpertraining, jeder Muskel wird trainiert, ich mache bis zu 3 Sätze und jeweils 2 Übungen pro Muskel. Aber wie gesagt, versteift euch da nicht zu sehr rein, manchmal mache ich mehr, manchmal mache ich weniger, Hauptsache es war ein hartes und intensives Training. Das ist nämlich immer das Wichtigste. Kommen wir zum Dienstag, lockerer Lauf. Was heißt das? Du läufst wirklich so, als würdest du dich unterhalten können. Ihr müsst euch da nicht stressen, ihr seid keine Extremmarathonläufer. Ich bin selber noch ein Anfänger, was das Laufen angeht. Ich laufe in einem sehr angenehmen Tempo und ihr könnt euch immer daran richten, wenn ihr läuft, müsst ihr quasi dabei reden können, dann wisst ihr, okay, das ist eine gute Geschwindigkeit. Aktuell liegt meine Komfortzone bei 5 Kilometer. Alles, was da drüber ist, ist für mich viel. Alles, was drunter ist, da bin ich immer enttäuscht von mir. Das ist ein easy run. Ich versuche für mich persönlich zu sagen 5 Kilometer, aber noch wichtiger als die Ausdauer bzw. die Länge dieser Kilometeranzahl ist, dass du wirklich locker läufst. Es ist ein lockeres Training, also Dienstag ist ein easy run. Locker laufen, so dass du dabei reden könntest. Wenn du jetzt ein kompletter Anfänger bist, dann kannst du auch nur 1 Kilometer laufen, 2 Kilometer laufen, 3 Kilometer laufen. Das ist eine Sache, wenn man die regelmäßig macht, wird man besser daran. Deswegen stresse dich bitte nicht. Konzentrier dich nicht zu sehr darauf, zu schnell zu sein. Wir laufen keinen Sprint, sondern einfach nur locker laufen. Alles ist ganz entspannt. Hauptsache, wir machen das Ganze regelmäßig, damit wir uns verbessern können. Der Mittwoch dagegen ist beispielsweise ein schneller Lauf.
Weil es ist verdammt wichtig, dass du in der Woche mehrere Laufeinheiten hast, wo du wechselst zwischen lockerem Laufen und schnellen Laufen. Weil das sorgt dafür, dass wir uns im Insgesamten verbessern und unsere Laufleistung einfach besser wird. Das kann bedeuten, dass du versuchst, wenn jetzt sagen wir mal 5 Kilometer dein Easy Run ist, dass du versuchst wirklich dann die 5 Kilometer in etwas schnellerer Zeit zu erreichen. Es ist auch okay, wenn du an diesem Tag nur 3 Kilometer statt 5 Kilometer läufst, aber du legst einfach ein Tempo zu, sodass du in der Woche eine Laufeinheit hast, die locker ist, sodass du dabei reden kannst und eine zweite Einheit, wo du wirklich schnell durchläufst. Und da ist es dann auch okay, wenn die Kilometeranzahl weniger ist. Donnerstag ist dann Beintraining. Das Ganze ist ziemlich anstrengend, weil du sehr viel läufst und gleichzeitig müsstest du jetzt hier noch donnerstags Beine trainieren. Ich mache das Ganze schon ziemlich lange, also zumindest das mit dem Krafttraining. Mein Körper hat sich daran gewöhnt, einfach oft belastet zu werden und meine Regeneration ist dementsprechend auch recht fit, würde ich sagen. Das heißt, Donnerstag ist dann wirklich richtiges Krafttraining und beim Krafttraining müsst ihr wirklich intensiv trainieren. Das ist verdammt wichtig, denn mit diesem Trainingsplan macht man verdammt viel Cardio, man verbrennt sehr viel Kalorien, aber wir wollen natürlich auch eine gewisse Ästhetik haben. Ich zumindest, weil ich möchte am Ende dieser Reise hier nicht komplett dünn sein. Ich möchte meine Muskeln auf jeden Fall behalten, wenn nicht sogar noch mehr bekommen. Deswegen müssen wir Bestleistung beim Krafttraining bringen und wir wollen jetzt die Bestleistung beim Laufen erbringen. Du musst jetzt Freitag nicht dasselbe Oberkörpertraining machen wie Montag. Du kannst auch beispielsweise sagen, freitags machst du jetzt dann noch nur Calisthenics-Training. Es kommt auf deine persönlichen Ziele an. Ich selber mache auch immer so einen Mix aus beidem. Ich mache so ein bisschen Calisthenics, das heißt mit meinem eigenen Körpergewicht und noch Krafttraining. Und wie gesagt, dann Freitag, bis dann hatte der Körper genug Zeit, um sich auszuruhen. Du kannst dann Freitag wieder maximale Leistung erbringen. Das heißt dann auch wieder komplett zerstören, was dein Oberkörper angeht. Wir hätten dann 2 Einheiten in der Woche für Oberkörper und das finde ich ideal. 2-mal die Woche einen Muskel zu trainieren, finde ich super. Bei den Beinen machen wir das nicht, weil wir sehr viel Lauftraining haben, sonst kommen wir nicht mit der Regeneration hinterher. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Regeneration auch verdammt wichtig ist. Ich habe mich entschieden, dass der Samstag ein trainingsfreier Tag ist, da der dann einfach für mich etwas entspannter ist. Vielleicht schlafe ich etwas länger, vielleicht bleibe ich abends auch einfach mal länger wach, weil es ist Wochenende. Man will ja auch ein Privatleben führen können. So, wie gesagt, der Trainingsplan muss eurem Leben, beziehungsweise muss euer Leben bereichern. Nicht einschränken, sondern bereichern. Deswegen könnt ihr das alles ja immer noch ganz umstrukturieren, so wie es für euer Leben ganz gut reinpasst. Deswegen bei mir ist am Samstag einfach der Pausentag, weil ich für mich sage, ist ein guter Tag, um einfach mal abzuschalten. Kannst du ausgehen, kannst du was anderes machen. Das ist dann schon in Ordnung für mich. Sonntag sind die Straßen leer, draußen ist alles komplett tot, jeder ist zu Hause. Ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt, um dann zu sagen, ein langer Lauf steht dann an. Dann hätten wir einmal die Woche ein Ziel, das wären bei mir zum Beispiel 10 Kilometer. Ich laufe sonst normalerweise immer 5, dann ist immer so, alles was drüber ist, ist viel. Hauptsache, ich komme über diese 5 Kilometer. Mein Ziel, beziehungsweise auch mein Wunsch, wäre es 10 Kilometer zu laufen, aber ich halte mich einfach daran, dass Hauptsache länger als 5 Kilometer gelaufen werden. Was die Geschwindigkeit angeht, laufe ich grundsätzlich immer locker. Ich werde mich diesbezüglich schon verbessern, wenn wir diesen Trainingsplan auf lange Zeit machen. Deswegen stresse ich mich da nicht, wenn ich weiß, ich muss einen langen Lauf machen, laufe ich auch in der Geschwindigkeit so, dass ich mich unterhalten könnte. Es geht nämlich vielmehr darum, diesen inneren Krieg, diesen inneren Schweinehund zu besiegen, der dir dann sagt, du kannst nicht mehr. Und du dich aber mental trotzdem einfach aufbaust und sagst, ich laufe weiter, obwohl ich nicht mehr kann. Und das ist dann einmal die Woche an dem Sonntag bei mir, dass ich sage, ein langer Lauf. Dann haben wir nämlich von allem was drin. Wir haben grundsätzlich lockere Läufe, wir haben Sprints bzw. schnelle Läufe und einen langen Lauf. Du hast von allem etwas dabei und das ist die perfekte Voraussetzung dafür, um beim Laufen besser zu werden. Bei diesem Trainingsplan, wie ihr sehen könnt, ist Laufen sehr viel mit integriert. Denn ich habe für mich selber festgestellt, wenn du wirklich beim Laufen besser werden willst, dann musst du das Laufen mit dem Krafttraining gleichstellen. Es bringt nichts, ganz viel Krafttraining zu machen und ein bisschen zu laufen, da wirst du nicht hinterherkommen. Ich habe jetzt lange Zeit Krafttraining gemacht und möchte unbedingt beim Laufen besser werden. Dementsprechend laufe ich auch viel öfter jetzt in der Woche, damit dieses Gleichgewicht stattfindet. Ich wünsche es mir auf jeden Fall sehr, ein guter Läufer zu werden. Deswegen habe ich diesen Trainingsplan genau so gemacht. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Grundbaustein und den kannst du dir persönlich für dein Leben anpassen und für deine Ziele. Und eigentlich war es das schon, Freunde. Das ist mein neuer Trainingsplan. Ich habe ihn euch jetzt gezeigt. Was ihr damit macht, ist euch überlassen. Ihr könnt ihn gerne komplett kopieren, so versuchen umzusetzen. Oder ihr ändert einfach ein bisschen die Grundstruktur, geht weniger laufen, baut noch ein Krafttraining mehr ein. Oder ihr sagt, ey, nee, Laufen ist mir einfach wichtiger und baut noch ein Lauftraining ein.
Und ihr könnt den einfach komplett konfigurieren, so dass der in euer Leben reinpasst und dass ihr eure Ziele damit erreicht. Und ansonsten würde ich sagen, zieht einfach durch, gebt Gas. Es werden weitere Videos kommen, wie das Ganze für mich umsetzbar ist, wie das Ganze funktioniert. Und ich freue mich auf jeden Fall, diese Reise mit euch zu starten.